Das Thema Tattoos ist ja immer wieder sehr beliebt und deswegen bin ich heute mal in einem Tattoo-Studio zu Gast und werde euch mal ein bisschen informieren und mit einem Tätowierer sprechen, was man alles bei Tattoos beachten muss und wie das Ganze funktioniert. Und wir schauen uns dann auch nochmal ein Tattoo in Slow Motion an. Ich glaube, das wird ganz interessant. Los geht's! Ja, hallo. Hi, alles gut? Ja, cool, dass ich hier sein darf. Na klar. Wir quatschen jetzt mal ein bisschen über Tattoos, würde ich sagen, oder? Genau, genau. Dann zeig mir doch mal, wo es lang geht. Gerne, komm mit. Du gehst vor. Ja, danke. Durch Ladies die Tür, first. Genau. Ja, erzähl doch mal, warum lässt man sich überhaupt ein Tattoo stechen? Was sind Beweggründe? Beweggründe sind oft bei vielen Menschen viele verschiedene Sachen so. Manche kommen im Alter erst darauf, ey, ich lass mir jetzt das machen, was ich mir schon seit Jahren wünsche. Viele ältere Menschen oder viele junge Menschen gehen halt mit den ganzen sozialen Netzwerken und so. Viele Stars lassen sich tätowieren, die meisten Fußballer sind inzwischen tätowiert. Viele gehen mit diesem Trend halt mit. Ich finde, das ist ein Trend, der schon jahrelang andauert. Okay. Einfach. Hast du da auch festgestellt, dass es so von den Motiven her einen Trend gibt oder ja, so? Ja, ganz, ganz toll. Es gibt alle 10 Jahre wechseln so diese typischen Sachen. Das hat angefangen bei Arschgeweih in den 90ern, dann sind es die Sterne geworden, dann sind es die Lilien geworden, dann sind es die Traumfänger gewesen, dann waren es eine Zeit lang diese Endlosschleifen. Also es ist schon so, dass es so ein Trend ist, der immer wiederkommt und auch bleibt so. Mhm. Ja? Also kann man schon so sagen. Ne? Okay, du hast ja jetzt da schon so ein paar Motive angesprochen. Mhm. Ich höre immer wieder, dass es wichtig ist, auch einen guten Tätowierer zu haben. Was würdest du sagen, soll ich mir zuerst überlegen, welches Motiv ich will, oder soll ich mir erstmal einen guten Tätowierer suchen, wo mir der Stil gut gefällt und wo ich dann vielleicht mich von ihm beraten lasse, was er mir so zeigen kann? Ich bin der Meinung, man sollte sich erstmal mit sich selber so beschäftigen und da entsteht dann irgendwann auch das Motiv, denke ich. Wenn man das Motiv so ein bisschen in seinem Kopf hat, kann man heutzutage im Internet recherchieren, wer macht diesen Stil ganz gut in meiner Gegend oder in meiner Stadt vielleicht oder vielleicht eine Stadt weiter. Also ich würde schon sagen, dass man sich erstmal so mit dem Motiv auseinandersetzen sollte und sich dann zu diesem Motiv passend den richtigen Künstler einfach aussuchen kann. Heutzutage ist es halt möglich, dass man kann sich alles aussuchen. Man kann ja im Zweifel sogar irgendwie in eine andere Stadt fahren. Könnte man machen. Oder also manche fahren in andere Länder. Ja, lassen sich von da dem Guru tätowieren, der für die halt der Guru ist. Hast du Tipps, wie man das richtige Motiv für sich herausfindet und was man vielleicht nicht unbedingt als Motiv wählen sollte? wahrscheinlich sollte man sich als junge 18-jährige Frau nicht gleich unbedingt einen riesen Stierkopf an dem Hals tätowieren lassen. Also ich würde es wahrscheinlich nicht so machen. Tattoos sind immer sehr, sehr persönlich, also bei vielen Leuten persönlich. Also man sollte sich schon mit sich selber beschäftigen. Und wenn man daraus seine eigenen Ideen entwickeln kann, ist das okay. Dann gibt es wiederum aber Leute, die finden einfach nur ein reines Motiv schön. Einfach nur das Motiv schön und finden es auf ihrer Haut schön. Also man kann es personalisieren, so ein Tattoo, muss man aber nicht. So meine Sachen sind zum Beispiel, ich finde sie einfach nur schön, die haben keine Bedeutung für mich. Ich finde es einfach nur schön, tätowiert zu sein, so, ne? Mit ordentlichen Sachen. Und vielleicht sollte man nicht unbedingt den Namen des Schwarms sich irgendwo tätowieren lassen. Das kann sich mal ändern. Also man sollte sich da, glaube ich, schon bewusst sein, dass es etwas längerfristiger ist. Ja, das ist also den Namen von der Partnerin oder vom Partner kann man machen. Aber wie du schon selber sagst, ist ja nichts für ewig, außer ein Tattoo. Ja. Da sprichst du dann wieder so für sich, so, weißt du. Aber hast du vielleicht nochmal einen Tipp? Ich meine, ich habe ja relativ schmale Ärmchen. Was man auch so, ich sag mal, nicht jeder hat so Bizeps wie du, wo auch ordentlich was drauf passt. Hast du vielleicht da nochmal eine Empfehlung, was man auch, wenn man eher so von lauchiger Statur ist wie ich, ein gutes Motiv hat oder was man da machen kann? Klar, man muss immer, also ich als Tätowierer, ich habe gelernt, dass man so ein Tattoo mit dem Körper aufbaut auch. Also wenn einer nicht ganz so große und dicke Arme hat, dann nimmt man zum Beispiel einfach ein Motiv, wenn man es hier zum Beispiel, wenn man es einfach hier haben möchte. Es gibt ja so Leute, die das halt da extrem hinmachen möchten. Wobei vielleicht das Motiv viel besser kommen würde, derjenige will es aber hier, dann setzt man es wahrscheinlich einfach nur ein bisschen schräg, dann hat man mehr Platz. Ah, verstehst du das? Man hat so weniger Platz oder es dreht sich halt so rum als so.
Weißt du? Ja. Das ist aber einfach so eine Erfahrungsgeschichte und man muss das aber auch mit den Kunden besprechen. So. Ja, dafür gibt es dann ja auch. Genau, auch man muss sie halt auch vernünftig beraten, ganz wichtig. Ja. Wo wir gerade auch von der Größe des Tattoos gesprochen haben, würdest du eher sagen, ja, wenn du noch nicht richtig weißt, wie, ob dir das mit dem Tätowieren gefällt, nimm mal lieber ein kleines oder willst du es gleich so, wenn schon, denn schon, dann mach gleich ein richtiges, weil sonst lohnt sich das nicht. Kommt auch wieder. Ich denke, also bei mir ist es so, es kommt auf den Menschen an, der vor mir steht. Das kann man so ein bisschen differenzieren. Wenn einer, wenn jetzt, ich sag mal, ich habe mal eine 80-Jährige tätowiert, bei der ist klar, dass ich der nicht den ganzen Oberarm zudonner. Die hat nur eine kleine Rose bekommen. Da finde ich, hat es gepasst. Wenn aber ein junger Mensch kommt und sagt, ey, ich bin so Tattoo interessiert, sollte ich lieber was Kleines machen, würde ich ihn davon abraten, was Kleines zu machen. Ich würde ihm sagen, komm, lass so ein mittelmäßiges, ordentliches Tattoo machen, was auch solide ist und halt auch noch in 20 Jahren standhaft ist. So ein kleiner Stern, der wird in 20 Jahren nicht mehr standhaft sein. Das ist dann einfach so, ey, scheiße, ich habe hier so einen Stern. Also so ist die Erfahrung. Das ist einfach die Erfahrung. Es kann auch anders sein, aber so ist meine Erfahrung. Also schon eher mit was Vernünftigem, Ordentlichem. Wobei für viele Leute auch wahrscheinlich auch eine Endlosschleife so ein kleines Ding vernünftig ist. Also das muss man. Ja, man hört ja immer mal wieder, dass sozusagen man dann irgendwie süchtig nach Tattoos wird und so. Und dann hast du halt irgendwie da jetzt schon mit so einem kleinen Tattoo die Stelle quasi belegt. Also vielleicht kann man sich ja vorher überlegen, sozusagen, ob man eventuell mehr machen möchte oder wirklich. Sollte man sich überlegen. Und da ist halt auch wieder die Aufgabe des Tätowierers, die Menschen dahingehend ordentlich zu beraten. So, ne? Also ich versuche das immer so zu machen. Ich frage die Leute, ey, willst du das Kleine behalten, gerade wenn es junge Leute sind? Und dann kommen die schon ins Grübeln, wie du schon sagst. Hast du recht, dann lass uns doch gleich was groß machen. Es ist schon oft passiert, dass aus einem kleinen Stern ein realistischer Gorilla geworden ist auf dem Oberarm. So, ne? Also aus der Idee her. So, ne? Ja, cool. Ja. Wenn wir jetzt auch so über Tattoos sprechen, ist ja auch wichtig, das hatten wir vorhin kurz angesprochen, dass man einen guten Tätowierer hat, der sein Handwerk beherrscht und so weiter. Wenn ich jetzt erstmal, ich habe jetzt eventuell ein Motiv für mich gefunden, wie finde ich denn jetzt einen Tätowierer, der erstens diesen Stil hat und der auch wirklich gut ist und woran erkenne ich einen guten Tätowierer? Wie erkennt man einen guten Tätowierer? Das ist so ein eigener Anspruch, denke ich. Also das, was du schön, jeder präsentiert sich ja irgendwo. Facebook, Instagram und. Und wenn du da von diesen Sachen überzeugt bist, die du da siehst, die dir selber persönlich gefallen, wenn du sagst, ey, das sieht cool aus, das gefällt mir, das ist so der Stil, den ich gut finde, wenn du den natürlich gefunden hast, ne, dann solltest du nicht davon ausgehen, dass es der richtige ist. Geh erstmal zu den Menschen hin, lernt euch kennen. Das ist auch immer ganz wichtig, denn du sitzt da, ich weiß ja nicht, wie viel du am Ende so vorhast, aber du sitzt da so 3-4 Stunden mit diesen Menschen zusammen und wenn es menschlich nicht klappt, dann ist es auch tattoo-mäßig komisch, weißt du? Also es muss alles harmonieren, finde ich, bei so einer Tattoo-Geschichte. Das ist genauso wie beim Friseur. Ich würde nicht zu einem anderen Friseur, ich habe meinen Friseur und da gehe ich auch hin, weil es einfach passt. So, weil ich sage mal, einen Friseur kann man ja mal austesten, beim Tattoo ist schon mal schwieriger. Hast du recht, hast du recht. Wobei das auch viele Menschen machen. Die testen kurz, guck dir mal an, wie manche aussehen. Die haben da so ein kleines Ding, da so ein kleines Ding. Ja, der war scheiße. Macht es da Sinn, vielleicht sogar eine Beratung bei mehreren Tätowierern mal zu machen? Würde ich schon machen. Also wenn ich das wirklich ernst meine, was leider Gottes nicht viele, wenn ich es wirklich ernst meine, würde ich den Weg gehen wollen. So, ja? Wenn ich noch kein Tattoo habe, würde ich diesen Weg gehen, mich vernünftig informieren, ganz wichtig. Und nicht unbedingt so aufs Geld zu gucken. Dass Tattoos Geld kosten, sollte jedem klar sein. Aber es ist ja eine langfristige Anschaffung. Genau. Also du kaufst dir heutzutage, also du kaufst dir nichts, was für immer ist, außer ein Tattoo. So, ne? Ich habe schon öfter jetzt mal gehört, dass es momentan so ja nahezu einen Trend gibt, dass Leute sich selber stechen, entweder zu Hause oder im Suff oder mit Freunden oder sonst was. Ja. Wie ist so deine Einstellung? Kann das für Folgen vielleicht haben oder ist das möglich? Ist halt nur eine Geschmackssache oder? Dazu denke ich, dass das schon immer Leute gemacht haben, irgendwo zu Hause. Denke ich, dass es immer, wenn die mal einen getrunken haben, dass komm, wir machen mal ein Tattoo irgendwie. Aber gut finde ich das eigentlich gar nicht, weil da kommt immer nur Schrott bei raus. Also so ist meine Erfahrung, davon sind 99% Schrott. Da hast du denn irgendeine Linie, irgendein Bierdeckel oder, also wirklich, wirklich ein Schrott, lass davon. Ja, so Punkte haben manche auch irgendwie oder sowas. Was soll man damit? Ja. Am Ende, was willst du mit so einem Punkt? So, da haben wir wieder die Sache, so ein kleines Tattoo. Mach dir doch was Richtiges. Das ist ein sehr kleines Tattoo. Bitte nicht auf Suff was Richtiges machen. Aber also, ich stehe da nicht so hinter. Das sollte man nicht machen. Es gehört einfach nicht
in so ein Wohnzimmer. Man darf nicht überlegen, man darf nicht vergessen, dass nur Tätowierer und Chirurgen so einen Körper öffnen. Und Chirurgen machen das in einem Krankenhaus unter extrem sterilen Bedingungen. Und wenn das einer zu Hause im Wohnzimmer oder in der Küche macht, wo die Eier noch auf dem Herd liegen oder was, nee, nicht machen. Nicht machen. Hast du dich denn schon selbst tätowiert? Ich habe mich auch schon selber tätowiert, aber auch hier im Studio, ne? Also unter coolen Bedingungen. Ja, ich habe mir so einen Oberschenkel ein bisschen gemacht. Da, wo man halt rankommt, ist auch meine Erfahrung, dass das so viele Tätowierer auch machen, die sich selber so mal ein Bein irgendwie was machen oder so. Das ist ganz normal, ja. Wie ist das so, wenn man sich als Tätowierer selbst tätowiert? Ist man dann so, man sagt ja auch, nee, ich meine, vor allen Dingen, Entschuldigung, ich meine auch gar nicht, also ja, einerseits hast du ja Schmerzen, mhm. Und das, du musst dich ja gleichzeitig konzentrieren. Mhm. Ja? Also meine Erfahrung damit ist, dass wenn du dich selber anfängst, die Idee zu haben, dich selber zu tätowieren, musst du einfach durchziehen. Also, ja, ein halbfertiges Tattoo wäre schon schlecht. Ja, gerade wenn du das so selber machst, denn, also bei mir ist es so, ich war bei dem ersten Stich, bevor ich das angefangen habe, so, das muss auch fertig werden. Also, das musst du durchziehen. Du kannst nicht mittendrin aufhören. Das funktioniert bei so einer Sache nicht. Und ja, war schon komisch. Ist auch nicht so ratsam. Aber machen auch viele. Also, am Ende ist es nicht ratsam, außer du bist halt ein Profi und machst es bei dir selbst. Aber dann muss ich es auch selbst verantworten. So, ne? Das ist ganz aber cool. Gibt es einen Grund, warum du das selber gemacht hast und nicht von jemand anderem? Ja, es war einfach ein Test. War einfach so ein Test, ob ich das genau so hinkriege, wie ich es auf dem Blatt Papier hinkriege. Es war für mich selber ein ganz persönlicher Test. Und der hat funktioniert. Sehr gut. Hat funktioniert. Sieht gut aus. Aber wie ist das, wenn man auch selber tätowiert und die meisten Tattoos lässt man sich ja dann doch woanders stechen? Mhm. Ist man dann ein schlechter Kunde? Also man kennt es immer so von Ärzten, die schlechte Patienten sind und man sagt, ah, das hätte ich aber besser hingekriegt. Mhm. Oder dass man dann so rummäkelt. Oder ich meine, man muss ja auch zu jemandem gehen, der das dann auch gut kann. Da kommen wir wieder so drauf zurück, richtige Informationen. Ich gehe halt zu jemandem, wo ich genau das bekomme, was ich haben möchte. Der genau das abdeckt, was ich halt cool finde, für mich persönlich. Der deckt genau das ab und wir arbeiten da extrem Hand in Hand. Was mich nochmal interessieren würde, wenn ich jetzt irgendwo in ein Tattoo-Studio gehe oder mir einen guten Tätowierer raussuche, kann eigentlich jeder Tätowierer sein oder gibt es eine Prüfung, dass man sagt, das ist hier irgendwie so ein Qualitätsmerkmal des Diplom-Tätowierer oder sowas? Also leider Gottes kann immer noch jeder Tätowierer werden, ne? Heutzutage ohne irgendwas. Jeder kann eine Maschine in Hand nehmen und los tätowieren. Aber ich finde, ein Tätowierer sollte sich nicht Tätowierer schimpfen, wenn er das nicht kann. So. Also das ist immer ganz schwierig. Aber am Ende entscheidet die Sache sich selbst. Wenn einer kein Künstler ist und nicht tätowieren kann, dann wird er auch kein Tätowierer. Weißt du, wie ich das meine? Ja, dann hat er schlechte Arbeiten sozusagen und dann kriegt genau, er keine genau, Kunden. Genau. Wenn einer kein Maurer ist, sondern Musiker, dann wird er kein Haus bauen. Ja, ich habe mich eher so gefragt in Richtung, es gibt ja heutzutage viele, auch die so was Künstlerisches studieren oder sonst sich damit beschäftigen. Und ich sag mal, dass man sagt, okay, es ist irgendwie eine Alternative zu, ich werde jetzt Grafikdesigner, dass man sagt, okay, ich könnte mir auch vorstellen, Tätowierer zu werden. Das wäre grundsätzlich schon möglich. Ja, das ist schon, weil es geht in eine Richtung. Das geht alles so in diese künstlerische, grafische Geschichte, das passt. Aber wie gesagt, wenn jetzt ein Maurer Tätowierer werden will, ja gut, das ist... Außer er ist schon immer so künstlerisch begabt. Ja, ja. Also wenn er aber gar nichts mit künstlerischen Sachen so zu tun hat. Aber das zeigt ja eigentlich viel mehr noch, dass man sich grundsätzlich schon mal da informieren sollte, wer einen dann behandelt, sage ich genau. mal. Genau, na klar, ganz wichtig, ganz wichtig. Wenn ich jetzt zum Tätowierer gehe, wie lange dauert das ungefähr, bis ich dann das Tattoo auf dem Arm habe? Also es wird ja dann ein Termin gemacht und so. Genau. Und das liegt ja manchmal erst sehr weit in der Zukunft und man will ja auch unbedingt so ein Tattoo haben jetzt, weil ich habe es mir jetzt ausgesucht und so. Wie lange muss man da ungefähr warten? Also bei mir ist es so, dass wenn du jetzt bei mir reinkommen würdest in den Laden, du sagst mir, du willst das und das Tattoo, dann arbeiten wir erstmal die Idee aus. Weil am Ende muss diese Idee, die ist für immer auf deinem Körper. Für immer. Das ist unwiderruflich, also fast unwiderruflich. Und ja, wir machen erstmal so ein normales Gespräch, wo wir uns alles nochmal so angucken, wie könnte das aussehen, machen mit Photoshop ein bisschen, gucken uns die Körperstelle an, wie groß wird das ganze Ding und, passen das so ein bisschen schon an und dann machen wir halt einen Termin, wo wir das tätowieren.
Ganz normal. Dann kommst du und ich tätowiere das ganz normal. Ja, wie lange dauert das? Kann ich da, machen wir das so nächste Woche oder erst in einem Jahr? Oder? Du könntest Glück haben, dass nächste Woche vielleicht was frei ist, aber in der Regel sind das musst du so ein halbes, dreiviertel Jahr warten, so bei mir persönlich. Es gibt auch Tattoo-Shops, wo du 2 Wochen wartest, aber... Also du meinst auch, es lohnt sich dann eher, also die, wo man lange warten muss, gibt es ja meistens auch einen Grund, warum man lange warten muss. Sind halt gute Künstler und sie sind begehrt und die haben die Terminkalender halt auch dementsprechend gefüllt und die Leute warten auch gerne, ne? Das ist ganz normal. Ich warte ja, ich persönlich warte ja auch gerne, weil ich einfach weiß, dass, was ich kriege. Ich weiß einfach, was ich kriege, so, ne? Weil ich mich informiert habe vorher. Sehr gut. Dann gibt es da zum Beispiel auch noch neben dem normalen Tattoo-Studio auch noch die Möglichkeit, quasi auf so eine Tattoo-Convention zu gehen. Da war ich ja zum Beispiel auch, habe auch mal mit ein paar Leuten gesprochen und da gibt es ja auch viele Leute, die sich dann vor Ort tätowieren lassen, wo man natürlich auch meistens einen Termin braucht, logischerweise. Aber was hältst du davon? Weil hier ist natürlich alles entsprechend sauber, hier hat man seine Ruhe und sowas. Ja. Das ist auf so einer Messe natürlich eher nicht gegeben. Dafür hat man richtig gute Leute eventuell. Ja, da muss man halt gucken, ne? Wo gehe ich hin? Auch wieder dasselbe. Wir kommen eigentlich fast immer auf dasselbe. Informiert euch richtig, Leute. Informiert euch einfach und lasst euch Zeit bei der Information. Nehmt nicht den Erstbesten. Guckt euch die Arbeiten an. Wenn einer zum Beispiel keine Fotomappe hat, geht einfach, geht weiter. Also jeder gute Künstler, der seine Arbeiten selber persönlich auch gut findet, der wird die auch in einem Fotoalbum festhalten, ne? Ganz normal, ganz klar. Guckt euch die Arbeiten an und wenn die Qualität der Arbeiten euch zusagt, euch persönlich, ne? Ihr müsst nicht sagen, oh, das ist ein schönes Motiv. Meistens sind auch diese Fotoalbum keine Motivsuche, so, sondern es soll einfach nur widerspiegeln, wie arbeitet der Künstler. Wenn euch das persönlich zusagt, dann könnt ihr euch auch auf einer Tattoo-Convention tätowieren lassen. Klar, es ist immer alles so ein bisschen schwierig, auch mit so einer wenn man so ein Tattoo mal nachstechen muss. Wenn der natürlich aus Venezuela kommt und ihr in Deutschland seid, dann ist es ein bisschen schwierig, das Ding nachzustechen, ne? Aber alles in allem ist meine Erfahrung, dass die Leute, die auf einer Tattoo-Convention tätowieren, meistens alles Top-Profi sind. Die werden da sonst nicht zugelassen auf so einer Convention, ne? Also da kann man eigentlich zu 80% unbedenklich sich tätowieren lassen auf einer Convention. Auch fast von jedem einzelnen. Jetzt hast du gerade nochmal Nachstechen erwähnt, wenn ich das jetzt gestochen habe. Also muss jedes Tattoo nachgestochen werden oder wann macht das Sinn? Warum macht man das? Das ist wieder so ein Hautding. Also das ist meine Erfahrung, dass es so ein persönliches Hautding ist. Der eine hat halt so eine Haut, der andere hat so eine Haut. Ich entlasse die Kunden hier zu 80% steril. 20% hat der Kunde mit dem Tattoo auch, also es sind 2 Leute, die dazu gehören, ob das Tattoo am Ende gut ist und vielleicht nicht stark nachgestochen werden muss. Wenn du das ordentlich behandelst und meine Anweisungen so befolgst, die ich dir mitgebe, dann muss man das eigentlich nicht nachstechen. Wenn du aber natürlich mit dem Ding im Hochsommer Unterarm und erstmal 5 Stunden Fahrrad fährst in der prallen Sonne, dann ist natürlich die Gefahr, dass dir das rausbricht und dann muss man das nachstechen, ganz klar. Ne? Das ist auch, wenn man ein älteres Tattoo vielleicht schon hat, wo das vielleicht ein bisschen verblasst ist, macht es da Sinn oder ist es da eher unüblich? Weil ich als Laie habe gedacht, naja, nach 10 Jahren oder so ist es halt ein bisschen verschwommen, dann lasse ich das quasi nochmal auffrischen. Das ist eigentlich eine gute Idee, machen aber wenige. Eigentlich würde ich jedem dazu raten, wenn er sein Tattoo immer noch liebt. Es gibt ja auch viele, die haben sich vor 10 Jahren tätowieren lassen und finden es einfach scheiße und denken gar nicht mehr daran, dass sie es überhaupt haben. Und dann schon gar nicht erst daran, das nachstechen zu lassen. Ne? Aber an und für sich ist es eine gute Sache, so alle 10 Jahre mal so nochmal so eine kleine... Auffrischen. Ja, genau. Ist gar nicht so verkehrt, kann man machen. Ne? Gibt es denn irgendwelche Tipps, wie ich meine Haut, bevor ich sie tätowieren lasse, ich sag mal, vorbereiten kann, damit es eben nicht dann irgendwie nochmal nachgestochen werden muss, jedenfalls nicht in Kürze, sondern dass ich sage, okay, dann nimmt die Haut die Farbe gut auf und so weiter. Gibt es da Tipps vielleicht? Ganz wichtig ist, 3-4 Tage vor dem eigentlichen Tattoo-Termin vernünftig trinken, viel Wasser trinken, vernünftig schlafen, gut essen. Nicht Party, saufen, rauchen. Sollte man vielleicht 2-3 Tage vorher nicht so exzessiv machen. Ne? Weil dann ist der Körper einfach entspannt und man hat halt nicht so viel Schmerzen, weil der Körper einfach ausgeruht ist und entspannt ist. Ne? Ist schon besser fürs Tattoo. Und wenn ich mich jetzt hier bei dir auf so eine Liege lege und lass mir ein Tattoo stechen, wie lange sind wir denn hier dann beschäftigt? Also ist wahrscheinlich größenabhängig, logischerweise. Aber alles in allem so ist man so mit den Kunden 2 bis 8 Stunden am Werk. 8 Stunden ist schon... So.
lange, wenn ich mir dann vorstelle, dass es, also ich kann mir vorstellen, das tut ja auch ein bisschen weh, oder? Also. Ja, es ist schon, also ein Tattoo, was nicht weh tut, gibt es nicht. Man kann natürlich so ein paar kleine Mittelchen benutzen, so, es gibt so eine Cremes hier und da. Ich bin da nicht so Fan von, weil es immer so die Haut ein bisschen beeinträchtigt im Vorhinein. Ne? Und, außerdem erinnert man sich dann ja auch an den Schmerz, den man damit, wo ja, man sich das Tattoo quasi verdient hat. Der Schmerz ist ja auch das die Belohnung irgendwo auch. Adrenalin. Weißt du, ja, genau. Das gehört ja alles so zusammen. Also das erste Tattoo sollte man auch schon merken, bin ich der Meinung. ist ja auch kein Zuckerschlecken. Was mit welchen Kosten muss ich denn ungefähr rechnen? Ich meine, auch wieder größenabhängig und so, aber in welchem, ich meine, die wenigsten werden sich, glaube ich, anfangen und sich den Rücken komplett tätowieren lassen, aber so im mittleren, normalen Bereich vielleicht, oder wo man so mit Preisspannen oder sowas, kannst du das sagen? Also es muss jetzt auch nicht bei dir sein, sondern so allgemein deine Erfahrungen. Ja, ich denke, man sollte, wenn ein Tätowierer sagt, für Handflächen, großes Tattoo, der will ja nur für nur 50 Euro haben, kann ja nicht gut sein. Man muss immer bedenken, was das auch alles kostet, was man dafür braucht zum Tätowieren. Ne, das vergessen viele Menschen so. Man braucht die Nadeln, also es ist eine ganze Menge Material, was auch für ein Tattoo drauf geht. Und das muss ja auch erstmal bezahlt werden. Und dann möchte ich natürlich für meine persönliche Kunst, die ich dir gebe, am Ende, die möchte ich natürlich auch entlohnt haben, ne? Ganz normal. Ja klar, also ist man ja kann Job so, einfach. Man kann so für so ein normales Tattoo, der eine ist so, der andere so. Also so einen Preis will ich jetzt nicht unbedingt nennen. So. Aber so 200 Euro solltest du schon so in dem Dreh einrechnen. Ne? Mhm, je nachdem, was du hast. Da haben wir es. Wir hatten ja eben schon mal über die Schmerzen gesprochen. Jetzt wollte ich nochmal genauer drauf eingehen. Schmerz. Wie weh tut das? Also es ist jetzt wirklich, es gibt ja unterschiedliche, es gibt jetzt natürlich schwierige Vergleichsmöglichkeiten, aber kannst du es vielleicht irgendwie beschreiben oder hast du vielleicht auch Tipps, dass es weniger wehtut? Du hast ja auch gesagt, okay, ausschlafen ist schon mal ganz wichtig, eine gute ganz Hilfe. Wichtig. Und ja. Wahrscheinlich auch, wo man tätowiert wird. Wenn ich das unterm Fuß tätowiert werde, kann ich mir vorstellen, dass es unangenehm ist. Es gibt so eine Schmerztabellen, in Anführungsstrichen, wobei die auch meiner Erfahrung nach nicht wirklich stimmen. So, das ist bei subjektiv jedem eben. Das ist bei jedem so ein bisschen anders. Wo ist ja ganz klar, dass man davon ausgeht, so. Alles, was so weiche Stellen sind, so, die tun natürlich weh. So, ne? Weiche Stellen sind so hier der Innenarm, die Rippen oder der Innenschenkel. So, das ist alles, was so ein bisschen... Ich dachte eher, dass eigentlich so auf Knochen, wo es hartes weh tut, sondern dass weiche Stellen eher... Weiche Stellen sind schon doller. Ah, okay. Und aber auch wieder, ich habe Leute erlebt, die haben sich an Stellen tätowieren lassen und sind fast eingeschlafen. Dann habe ich Leute aber erlebt, auch persönlich, die haben sich an Stellen tätowieren lassen, wo ich eigentlich sage, ist okay. Die sind dann fast gestorben auch, ne? Also, das kommt immer auf den jeweiligen Menschen drauf. Ja, gibt es ja auch unterschiedliches Schmerzempfinden. Genau, einer kann das mehr ab oder besser damit umgehen und der andere halt nicht. Und dann muss man halt gucken, dass man vielleicht so ein Bild in zwei Sitzungen sich das aufteilt. Kann man alles machen, so, ne? Dann macht man so ein bisschen hier, ein bisschen da und dann beim nächsten Mal halt das Finish. Okay, jetzt habe ich nochmal eine Frage, die in gewisser Weise ein bisschen kritischer ist. Es gibt ja auch viele Leute, die ein bisschen Probleme haben mit den Farben, die sagen, okay, die Farben sind schädlich, ist da vielleicht was gesundheitsschädlich? Ich habe auch ein Video gesehen, wo irgendwelche Lymphknoten aufgeschnitten wurden, da war die Farbe drin und haben die Leute natürlich dann Angst, dass das irgendwie schädlich ist. Kannst du da was zu sagen? Gibt es da irgendwelche Zertifikate und Erfahrungswerte also oder sowas? Jede gute Firma, die wir jetzt auch benutzen oder die ich persönlich benutze, die sind alle zertifiziert, sind getestet, sind vegan und ich habe da auch bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich kenne auch diese ganzen Bilder, was du gerade angesprochen hast, habe aber die persönliche noch keine Erfahrung gemacht. Bei mir ist eigentlich immer alles gut. Ich weiß auch nicht, wie das zustande kommt, dass einer... Ja, es gibt halt Leute, die sagen, ja, wir haben uns mal die Farben angeguckt, da sind die gleichen Stoffe drin wie in Autolacken oder sowas und das spritzt du dir dann unter die Haut und so. Das ist schon dasselbe Farbpigment, aber dasselbe Farbpigment ist das auch in unserer Zahncreme drin. Also ich weiß nicht, warum jemand auf eine Flasche Tattoo-Farbe draufschreiben sollte, aber Autolack reintut. Ja, wahrscheinlich. Also das wäre wahrscheinlich auch... Ich kann mir vorstellen, dass Deutschland ja sehr reglementiert ist und wahrscheinlich auch alles... irgendwie getestet werden muss oder sowas. Ist auch wieder so ein Menschending. Einer reagiert halt auf diesen Eingriff mehr, weil es ist ein Eingriff,
mehr als ein anderer halt, ne? Und wenn du denn gerade mit diesen Farbgeschichten, Farbe ist immer noch so ein bisschen extrem pigmentiert, halt hochpigmentiert, und dass da mal einer reagiert, ist klar. Kann man sich denn da vorher irgendwie testen lassen, wenn ich jetzt nicht weiß, ob ich jetzt eine starke Allergie gegen so eine Farbe? Na klar, also wenn ich ein erwachsener, gesunder Mensch bin und regelmäßig meine Arztbesuche und so mache, das sollte man ja schon machen, dann weiß ich das eigentlich. Und wenn ich da Bedenken habe, dann schicke ich den Menschen erstmal lieber zum Hautarzt und lasse ihn durchchecken. Ne? Wenn der Hautarzt sagt, ist alles okay, dann kann man natürlich auch ganz normal tätowieren. Weißt du, mit welchen Allergien man sich vielleicht nicht tätowieren lassen sollte dann? Ja, also Neurodermitis ist nicht so prall. Diabetiker sind auch ganz schlimm. Da heilt es einfach extrem schlecht ab. Was ist noch schlimm? Muss mal gucken. Weiß gar nicht so genau eigentlich. Kinder unter 12? Ja, klar, ja, das ist natürlich klar. Kinder unter 18. Ja, also ja. Nichts unter 18, ne? Ganz klar. Nee, aber alles in allem, wenn du die ganz normalen Sachen dafür benutzt, die man dafür benutzen sollte, dann geht es eigentlich auch alles gut. Also meistens sind diese Sachen, wo einer auf die Farbe extrem reagiert hat, die haben es sich dann aber auch irgendwo zu Hause stechen lassen. Ja, oder aufgekratzt wahrscheinlich oder so. Wird auch immer dazu nicht erwähnt, so, weißt du. Da ist nur, ja, da hat einer auf Rot extrem reagiert, wir müssen jetzt mal alle Rottöne aus dem Sortiment nehmen. Ne? Und wir stehen dann als Tätowierer da und kriegen kein Rot mehr. Weil Deutschland jetzt alles rausgenommen hat, weil irgendeiner mal Mist gebaut hat. So, ne? Ja. Das waren die letzten Jahre öfters mal so das Thema. Ja. Okay. Wobei man auch, ich habe auch einen persönlichen Anspruch. Ich würde mir keinen, ich weiß nicht, was soll ich denn unter die Haut tätowieren? Soll ich wirklich ein Autolack? Wer macht denn das? Macht doch keiner. Dann ist ja natürlich noch die Frage, wenn ich mir jetzt ein Tattoo habe stechen lassen, wie muss ich das frische Tattoo pflegen und wie muss ich es, wenn jetzt das abgeheilt ist und so weiter, kann ich das dann auch dann nachträglich noch irgendwie pflegen, damit es schön, die Farben gut bleiben und so weiter und die Linien gut sind und so. Also wie vorhin schon gesagt, ich entlasse dich hier zu 80% steril, 100% geht nicht, geht einfach nicht. Und wir haben jetzt so ein, also neu ist es nicht, aber ich packe dir das, viele kennen das so mit dieser Frischhaltefolie, die man danach drauf macht. Wir haben jetzt was anderes, wir haben so ein Pflaster, das klebt von ganz alleine, es bleibt 3 Tage drauf. Das heißt, die ersten 3 Tage kommt an das Tattoo sowieso gar nichts ran, da kann nichts passieren. Und von daher eigentlich alles gut. Dann macht man das Pflaster ab und das Tattoo ist schon fast verheilt eigentlich. Ja, also es ist nicht mehr so wie früher mit Frischhaltefolien und Dickvaseline und Abwaschen danach. Und kann man alles noch machen, das ist auch eine gute Sache. Aber da ist halt der Entzündungsfaktor und das Risiko viel höher als mit unserer Folie, die wir jetzt benutzen. Ja. Soll ich das dann auch danach irgendwie noch eincremen? Ja, oder ich glaube auch Sonne, also, habe ich gehört, ist nicht so gut. Eincremen ist sowieso nicht so verkehrt für die Haut, generell so. Ne? Und Sonne für ein Tattoo, viele, also ich kenne so komplett tätowierte Leute, die ganz doll in die Sonne gehen. Und ich frage die dann persönlich immer, ey, du bist doch sowieso nicht mehr braun, du bist doch bunt. Du kannst ja gar nicht braun mehr werden. Also von daher muss man, also wenn einer stark tätowiert sein will, dann soll er stark tätowiert sein, aber kein Sonnenanbeter, bin ich so der Meinung. Weil die Sonne ist am Ende wie ein Tattoo-Laser, wenn man sich Tattoo weglasern muss, nur viel schwächer. Aber auf die Zeit und die Dauer hin lasert die Sonne quasi unsere Tattoos weg. Na gut, da bezahlt man viel Geld und am Ende sollte man, ist es für den Arsch. Ja. Wie du schon sagst, für den Arsch dann, ja. Genau, gibt es noch irgendwelche Tipps? Du hast jetzt ja auch bunte Tattoos und sowas, dass man die Farben irgendwie frisch halten kann? Oder ist es einfach, wenn die fertig sind, dann sind die fertig, da kann ich auch nichts mehr machen, außer halt, wie du sagst, so in der Regel, seine Haut pflegen. Genau, in der Regel, wenn die fertig sind, sind die fertig. Man kann die irgendwie, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch mal nach 10 Jahren ein bisschen auffrischen lassen. Aber alles in allem echt Sonne vermeiden, die Haut ganz normal pflegen, wie man halt seine Haut pflegt. Jeder andere Mensch macht das auch. Das hat ja nichts mit den Tattoos zu tun, dass ich meine Haut pflegen sollte, so ein bisschen, ne? Ganz normal. Aber alles in allem, wenn die fertig sind, sind die fertig und dann bleiben die auch so. Mhm. Die nächsten hoffentlich 20 Jahre, das sieht echt schön aussehen. Ja. Hast du, es gibt ja, wie auch, wir haben ja über unterschiedliche Stile auch gesprochen. Mhm. Wie ist denn deine Präferenz? Eher bunte Tattoos oder eher schwarz-weiß? Meine persönliche Präferenz ist schon eher schwarz-grau. Mhm. Meine persönliche. Ich mag auch, an mir mag ich Farbtattoos, aber selber tätowieren tue ich nur zu 90% Schwarz-Grau-Tattoos. Ah, okay, das ist ja eigentlich lustig. Gibt es da irgendwelche Unterschiede? Also auch von der Tätowierpraxis her sozusagen? Ganz große Unterschiede, ganz große Unterschiede. Also ein Schwarz-Grau-Künstler muss mit der Haut zusammenarbeiten.
Also der muss die Haut benutzen plus seine Farbe. Und ein Farbkünstler, der muss da nicht so viel auf die Haut achten. Der füllt das ganze Ding komplett. Weißt du, wie ich das meine? Das ist logisch so. Wenn ich jetzt bei einem Farbbild einen dunkleren Ton haben will, dann nehme ich einfach eine dunklere Farbe. Bei einem Schwarz-Grau-Tattoo, da muss ich das so ein bisschen abwägen. Ne? Ich sag mal, mit der Haut schattieren und ein bisschen machen und tun. Also es ist schon so ein sehr komplexes Ding. So, ja? Okay. Muss man sich mit beschäftigen. Ja. Gibt es Tattoos, oder kennst du Leute, die ihre Tattoos schon bereut haben? Oder hast du schon ein Tattoo bereut? Klar. Ich habe auch einen Frauenname, wo es die Frau nicht mehr gibt. Klar bereut man das. Aber meine Erfahrung ist, dass Frauen schneller bereuen als Männer. Okay. Und dass Männer oftmals auch mit einem Frauennamen rumlaufen, aber schon wieder zwei, drei neue Freundinnen hatten. So. Bei Frauen ist das immer so ein bisschen anderes Ding. Die sind ein bisschen penibliger. Okay. Und ja, es haben schon viele Leute ihre Tattoos bereut. Oder auch gerade die Leute, die dann diese kleinen Sachen gemacht haben, die bereuen, also es ist jetzt nicht so ein Bereuen, oh, was habe ich da gemacht, ja, klar. Sondern die bereuen, jetzt fehlt mir natürlich der Platz für mein großes, schönes Tattoo, weil da jetzt so ein kleines im Weg ist. So kommt alles wieder auf eins. So, ne? Aber kann man, also gibt es Leute, also das kann natürlich schon passieren, aber ich sag mal, wenn ich jetzt zu dir komme und ich sage, ich will jetzt ein Tattoo, fragst du noch, ey, was machst du beruflich? Weil bei manchen Berufen kann das ja auch schon oft frage ich Probleme das. Bereiten. Oft frage ich. Na klar, bereitet es oft immer noch Probleme, leider, dass man so blödsinnig darauf reduziert wird, dass man tätowiert ist. Also für mich persönlich, ich finde ich das ganz komisch, kann ich nicht verstehen. Aber man muss schon ein bisschen gucken, dass man mit den Leuten klar redet, immer redet. Ne? Ist ganz klar, wenn einer zu mir kommt und sagt, ey, ich will so ein Tattoo am Hals, klar frage ich den, was der beruflich macht. Und wenn der sagt, ja, ich bin Banker bei der Sparkasse, dann sage ich, Dicker, lass mal lieber. Dann machen wir das Bild wahrscheinlich dann hier an den Rippen, da kann er das immer für sich behalten, verstecken und ist trotzdem tätowiert. Ne? Ja, du hattest vorhin noch von einem anderen Kollegen erzählt, der irgendwie den Arm sich hat tätowieren lassen. Mhm. Was war mit dem, mit der Polizei und so? Ach ja, ja, dann gibt es auch so Leute, die sind... Die lassen sich tätowieren, kriegen dann aber auf einmal den Frieden, zur Polizei gehen zu wollen. Und wie man wissen, bei der Polizei darf man nicht so sichtbare Tattoos haben. Ja, dann hat er sich irgendwie alles weglasern lassen, hat dann aber den Eignungstest nicht bestanden. Also, ein bisschen gucken. Ne? War natürlich dann vielleicht nicht so optimal. Ja, nicht, das war nicht so cool. Hm. Wie stehst du zu Arschgeweih? Finde ich gut. Bei der richtigen Frau. Super schönes Tattoo. Und bei Männern? Habe ich jetzt noch nicht so häufig gesehen. Doch, habe ich auch schon gesehen, aber ist eher peinlich. Nee, Arschgeweih, finde ich, ist ein schönes Tattoo an einer schönen Stelle. Ich finde es jetzt persönlich so, ich finde ein bisschen blöd, dass das so runtergequatscht wurde und so publik gemacht wurde, dass das ein schlechtes Tattoo ist. War halt getrennt, ne? Man sagt ja auch nicht zu den Männern, die in den 90ern sich diese riesen Treibels machen lassen haben, ey, du hast ja da so ein, keine Ahnung. Armgeweih. Armgeweih, sagt auch keiner, weißt du, also... Bisschen diskriminierend den Frauen gegenüber, aber ist okay, hat sich... Wenn man jetzt aber sagt, ja, ich habe mir jetzt so ein kleines machen lassen oder du hast gesagt, das würde ich gerne überdätowieren oder mir gefällt das Tattoo nicht mehr. Mhm. Man kann ja auch Tattoos covern lassen, also das heißt, man überdeckt die quasi mit einem neuen Tattoo. Gibt es da irgendwas, was es zu beachten gibt oder... Ganz viel, ganz viel. Ganz, ganz viel. Du kannst einfach... Also es ist nicht so, denken auch viele, dass die sich was machen und die kommen dann zu mir und sagen, das muss man doch einfach übermalen können, das muss man doch übermalen können. Nee, geht nicht immer. Also muss man so ein paar Sachen beachten, so Cover-up ist nicht gleich Cover-up, man kann auch nicht alle Sachen covern. Viele kennen ja auch, oder wir alle kennen ja diese Show da im Fernsehen, diese Horror-Tattoos, wo die diese Sachen dann professionell covern. Ist immer so eine Sache. Vieles geht, aber es geht nicht alles. Muss man persönlich auch auf das einzelne Tattoo, was gecovert werden soll, muss man darauf eingehen. Muss ja, man sich manchmal angucken. Kann man das ja auch irgendwie noch einbauen in was Neues oder was. Das ist das, was ich meine. Man muss immer auf das einzelne Ding drauf eingehen. So, ne? Also ich würde jetzt nicht sagen können zu dir, man kann alles covern. Es gibt wahrscheinlich Leute, die das sagen, ich würde es nicht gut, sagen. Ein schwarzes wollen. Tattoo kann ich jetzt auch nicht unbedingt mit, was soll man das überdenken. Gibt es auch Leute, die sagen, das funktioniert. Habe ich alles schon gehört, aber... Ja. Muss man wahrscheinlich erst wegmachen lassen und dann nochmal drüber malen. Ja. Aber gibt's denn, wenn jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel noch gar kein Tattoo, deswegen bin ich ja auch bei dir, weil ich keine Ahnung habe. Und wenn ich jetzt zu dir komme und keine Ahnung, gibt's irgendwas, wo du sagst, oh nee, das mach nicht. Also gibt's Anfängerfehler oder Sachen, wo es
achte da besonders drauf, weil du hast jetzt noch keine Ahnung oder sowas? Ganz klar, Körperstelle. Also, wie gesagt, wenn ich mir das erste Tattoo mache, ne, nimm nicht gleich den Handrücken, nimm nicht gleich den Hals, Gesicht sowieso nicht. Versuch das ein bisschen dezent zu halten, aber nicht zu klein und such dir was Ordentliches aus. Ich meine, wenn du noch kein Tattoo hast, dann solltest du dich damit beschäftigen und was ist dein persönlicher Anspruch? Ich weiß nicht, wenn du jetzt dir ein Tattoo machen lassen willst, guckst du dir wahrscheinlich keine Unendlichkeitszeichen an und sagst, Mensch, sowas Originelles. Kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn, dann würde ich dich versuchen, eines Besseren zu belehren. Wenn du dann aber nach einer halben Stunde Gespräch immer noch sagst, ich will dieses Endloszeichen haben, dann mache ich es dir. Ja. Weil es ist ja auch deins. Wenn du das haben willst, dann mache ich es dir. Ne? Ich kenne auch eine, die hat sich so ein ganz kleines schwarzes Herz einfach tätowieren lassen und sagt, das hat für mich eine ganz spezielle Bedeutung. Das weiß man natürlich immer. Soll auch so sein. Ja? Aber wenn ich jetzt... Angenommen, ich habe mir jetzt ein Motiv ausgesucht und ich komme in dein Tattoo-Studio. Mhm. Wie ist denn also der Ablauf? Du hattest das vorhin mal kurz so angesprochen, nur damit die Leute mal so ein bisschen wissen, was sie erwartet, wenn sie jetzt in so ein Tattoo-Studio gehen. Ja, also wenn jemand ganz frisch zu mir kommt, dann gucke ich erstmal, dass ich erstmal so ein normales Gespräch mit dem finde. So, ne? Was sind seine Anliegen? Was will er haben? Was hat er sich vorgestellt? Dann gucken wir uns so ein paar Sachen an, wo ich denke, das könnte passen. Und selektieren so ein bisschen aus. Es gibt auch Leute, die kommen in ein Tattoo-Studio und sagen, ich will ein Tattoo, weiß aber nicht was. Da muss man ausselektieren. Dann machen wir einen Totenkopf. Nee, keine Totenköpfe. Okay, keine Totenköpfe. Dann machen wir einen Drachen. Keine Drachen. Und so kann man so ein bisschen ausselektieren. Man muss manchmal bei den Leuten auch die in einen Geschmack rauskitzeln. So. Und dann kann man sich so ein paar Sachen angucken und dann echt ausselektieren. Das findet er schön. Dann baut man sich da was ein bisschen so zusammen. Also ich mache das mit jedem Kunden immer persönlich. Wir bauen uns immer so ein bisschen was zusammen. Außer der Kunde hat explizit, das will ich haben. Das finde ich geil, das möchte ich haben. Dann gucke ich mir das an und entweder ich sage, ey, das ist cool, oder ich sage zu denen, ey, lass mal das noch ein bisschen verändern, machen und tun. Das ist immer auf jeden persönlich eingestimmt, so ein Tattoo, ne? So sollte es auch sein. Mhm. Nicht so 0815, komm, ich mach dir das ohne Verstand, sondern nur, weil das ist nicht meine. Okay, und dann, wenn man dann das Motiv gefunden hat, machst du dann einen Entwurf? Oder dann mache ich einen Entwurf, mach mir davon so eine Blaupause. Die drucke ich dir auf den Körper drauf und dann tätowiere ich das ganze Ding nach. Ne? Okay, und gibt es dann nochmal irgendwie, aber wenn wir dann einmal fertig tätowiert sind, dann war es das auch. Also es gibt keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, aber es gibt keine Nachtermin oder irgend sowas. Kommt drauf an. Also wenn du nicht durchgehalten hast, gibt es natürlich einen Nachfolgetermin. Wenn du aber durchgehalten hast, da gibt es nochmal einen Termin, wo ich sage, komm mal nur so in 4 bis 6 Wochen vorbei. Ich will nochmal einen Blick drauf werfen, ob alles gut verheilt ist, alles gut aussieht. Da entscheidet man dann auch wieder, ey, wir müssen mal noch ein bisschen was nachstechen, weil ein bisschen rausgebrochen ist, du das vielleicht nicht ganz so gut behandelt hast, weil es einfach nicht besser wusstest oder ich dich schlecht beraten habe. Nee, und dann, meistens ist aber dann alles gut so, ja. Also so ist der Ablauf. Du kommst, wir suchen uns zusammen was Cooles aus, ich tätowiere dir das richtig schön ordentlich, dann kommst du noch mal 4 bis 6 Wochen später, wir gucken drauf und entweder bist du dann komplett zufrieden mit dem Ding und sagst, geil, lass mal noch was Neues machen, oder du sagst, mir reicht es so, ich finde es schön, wir können es so stehen lassen, ist alles schön. Okay. Ja? Jetzt würde mich mal interessieren, was dein erstes Tattoo war. Oh Gott, mein erstes Tattoo war, ich bin ein Kind der 80er. Natürlich ganz klassisch ein Treibel auf dem Oberarm. Ne? Gibt es aber nicht mehr. Ein Armgeweih sozusagen. Genau, ein Armgeweih. Das habe ich mir aber schon covern lassen, so, weil einfach der Platz gestört hat für die nachfolgenden Bilder, die kommen sollten. So, ne? Ja, was? Man steht doch dazu, hast du gesagt. Nee, kein Armgeweih. Ja. Aber hast du denn dann, wenn du, ich nehme mal an, da du es covern hast lassen, hat es dir nicht mehr so gefallen, aber hast du denn ein Lieblingstattoo? Ich habe mehrere, also eigentlich finde ich meine ganz, also alle Tattoos finde ich von mir schön, sonst hätte ich sie mir nicht machen lassen. Aber ich habe so 2, 3 Lieblingstattoos, klar, ganz klar. Herzeigen. Echt? Ja, hau raus. Also ich habe jetzt hier so auf den Rippen habe ich was ganz Großes, das finde ich ganz cool. Gefällt mir sehr. Ja, das ist schon, guter das ist auch Freund. Schon ordentlich groß, muss man sagen. Ne? Ja, ein sehr guter Freund von mir gemacht, sehr cool. Ja, ja. Und dann habe ich noch was auf dem Oberschenkel, aber... Die Hose bleibt jetzt erstmal an. Genau. Genau, ist dir sonst noch irgendwas mal, das finde ich jetzt einmal nochmal so Storytime-mäßig, irgendwas Skurriles passiert, wo du sagst, ey, das war verrückt, da kam einer und wollte das haben oder dann ist das passiert oder sowas? Da gibt es echt oft mehrere lustige Geschichten. So, es kam zum Beispiel mal einer, der wollte eine Steckdose haben. Eine Steckdose, ne? Was? Eine realistische Steckdose? Ja, Elektriker, ne? Okay. Ganz logisch. Oder, was gab's noch? Boah.
immer wenn man es braucht, findet man es nicht. Skurrile Sachen. Wir können ja vielleicht nochmal ein extra Video dazu machen und dann erzählen wir nochmal ein paar lustige Tattoo-Stories. Ja. Also es gibt schon viele lustige Sachen. Oder was ich vorhin auch schon angesprochen habe, das gab es wirklich, da kam eine rein, die hatte noch gar kein Tattoo. Ein ganz feines, ordentliches Mädchen und wollte sich einen Stierkopf an den Hals machen lassen. Gehört schon skurril, habe ich eh nicht gemacht. Ist für mich skurril, würde ich nicht machen. Ist zu doll, ja. Ja, cool. Dann schauen wir uns das gleich nochmal an, wie das dann auch praktisch aussieht. Da bin ich schon sehr gespannt. Und cool. Ja, das war der erste Teil. Danke fürs Zuschauen. Falls ihr euch mal die Tattoos von Michel anschauen wollt oder euch von ihm tätowieren lassen möchtet, habe ich euch mal unten in die Videobeschreibung seine Website verlinkt. Im zweiten Teil wird dann auch tatsächlich tätowiert. Wir sind direkt dabei und schauen uns das Ganze mal genauer an. Vergesst natürlich nicht, dem Video ein Like zu geben und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss bis zum nächsten Mal, euer Schlaumacher.